Heute sind wir mal in einer Gruppe unterwegs und haben verschiedene Detektoren im Einsatz. Den Fischer F75, den Nocta Impact, den Nocta Fourscore, Fischer F44 und den Fischer Goldbug Pro. Wir melden uns, sobald wir irgendwas gefunden haben. Preußensonder kommt übrigens auch noch dazu. Der müsste auch gleich noch nachkommen. Aber den seinen Detektor zeige ich besser nicht. Was ist denn das Schöne? Tada! Das ist es nicht. Doch. Kann doch nicht sein. Das kam doch so gut drin. Schwenkt man noch mal rüber. Vielleicht schwenkt noch mal rüber. Nee. Das war's. So, das ist soweit. Ich habe irgendwas fettet. Irgendein riesiges fettes Objekt ist hier unten. Das sieht aus wie eine Kiste. Eine kleine. Zum Vergleich mal meine Hand. Hier sieht man es. Das grabe ich jetzt aus. Mal sehen, was das ist. Bin sehr gespannt. Was ist das für ein Riesenobjekt? Waren das gleich mehrere? Das sind Zwerge. Oder was? Ich glaube, das ist nicht. Wellblech oder so, nee, oder? Das sieht aus wie irgendein Wellblech oder was? Also ich glaube, das war mal was gefährliches. Irgendwas ist hier drin. Eine Fassung, vielleicht war es auch mal eine Lampe. Ist eine Lampe. So. Guck mal, hier sind noch Kabel. Sache. Die Fassung. Also ich gehe mal davon aus, dass es eine Lampe war. Ein Scheinwerfer oder so, oder? Ja, hier. Ein Scheinwerfer. Eine alte MacLife. War eine Kopflampe, eine alte. Noch ein Generator auf dem Rücken hat es. Das war eine Zeit. Ja. Wir müssen unsere Kräfte für vernünftige Signale sparen. Mit diesem Kratzer vorne drauf, den meine Schaufel da hinterlassen hat. Ja. Jetzt habe ich eine zweite und die hat genau an der gleichen Stelle auf den Kratzer. Wegen dem Eisboden, ne? Ja. Hast du eine coole gefunden mit deinem Fischer F44? Das ist dann der erste Fund des Tages. Zeig mal. Wo ist er denn? Da drin? Wo ist er denn? Ein bisschen sauber. Nee, da ohne Nadel. Weißt du, was das für eins ist? Nee. Habe ich so auch noch nicht gefunden. Leider ohne Nadel. Aber trotzdem wunderschön. Zeig mal her. Mal ansehen. Ein schönes Foto noch machen. Sehr gut. Na, dann liegt hier doch noch was.
Also irgendwas habe ich jetzt hier gefunden. Irgendein interessantes Abzeichen oder sowas. Oder ein Anstecker. Kann ich noch nicht sagen, was das ist. Bürstet mal ein bisschen. Ich weiß nicht, was das ist. Ich habe es aber noch nie gesehen. Das scheint irgendein Schmuckobjekt oder sowas zu sein. Vielleicht wisst ihr ja, was das ist. Hm? Irgendwas habe ich gefunden. Wisst ihr, was das ist? Was ist da drauf? Irgend so eine, zwei Blätter oder so. Ja. Ich würde sagen, das ist so wie so eine Art Manschettenknopf. Kann das sein? Ja, sieht so aus, ne? Irgendein Knopf, also so ein Klemmknopf, irgendwie sowas. Ja, kein Blatt. Hast du selber was gekauft? Das habe ich geschenkt gekriegt. Ich habe ja meine Hageldosen immer meine kleinen. Und die sind perfekt dafür. Ich habe jetzt was richtig Schönes gefunden. Ob ihr jetzt sehen könnt, da unten drinne. Sieht vielleicht jetzt so dunkel aus bei der Aufnahme. Aber so dunkel ist es noch nicht. Ist noch relativ hell, aber die Kamera zeichnet eben alles recht dunkel auf. Ich zeige euch erstmal, was hier cooles drin ist. Da könnt ihr sehen. Kam auch richtig schön deutlich rein. Silber. 50 Pfennig von 1800. Top Zustand. 1877. Da werde ich auf jeden Fall ein Foto von machen. Ich habe irgendwas Cooles gefunden. Irgendein komisches Objekt. Was älteres. Aus wie ein Schlüsselanhänger. Nur alt. Und eine Art Schlüsselanhänger oder was? Türbeschlag. Ist aber auch interessant. Ein Türbeschlag, ja. Schön verziert. Und kaputt gebrochen. Was hast du denn? Schnalle. Ja. Achso, ist ja meins. Es ist irgendwas komisch. Wildschweinscheiße. Jupp! So eine Blockbatterie! Ja, der Preußensonder ist auch da. Inzwischen ist er da. Zeig mal. Tief aus dem Wald so. Kommt er an. Zeig mal. So. Das habe ich gefunden. Darf ich denn die Sicht filmen? Ja, vor allem darfst du nicht sagen, dass ich heiße. Ja, das schneide ich raus. Guck mal, das ist Preußensonder. Das ist wie vom Schlüsselanhänger. Ja, ich sag ja, das sieht aus wie ein Schlüsselanhänger. Das könnte, was man am Schlüssel so ranmacht. Ja. Ein Anhänger für oder, den Schlüssel. Sag du mal, Schlüsselanhänger? Na, oder halt, was man an so einen Ring macht, wo man auch Schlüssel mit ranmacht. Stimmt. Auf jeden Fall interessant, wenn man hier so coole Sachen findet. Ja. Weiter geht's. Wieder habe ich irgendwas gefunden. Scheint eine Münze zu sein. Ja, aber es ist vermutlich Silber. Mal sehen, wieso kommt ihr denn alle jetzt an? Habt ihr noch nie was gefunden? Das ist jetzt Silberfieber. Sieht man das? Ja, ist ein bisschen hell, aber sonst. Übrigens, Leute. Das könnte auch nur eine Erkennungsmarke sein. Die Scheiße hab ich am Schuh. Wenn das jetzt nur eine Erkennungsmarke ist. Okay.
Ich versuche hier gerade ein Video zu... Entschuldige bitte. Ne, wir reden über Stuhlgang, das ist das Normalste auf der Welt. 25. Was denn jetzt 25 Jahre? BSG 25, aber warte mal, dat, da fällt mir was ein, wo wir das letzte Mal hier waren. Aber das ist kein Silber, ne? Oder was? Nee, nee. Wo wir hier waren und angefangen haben, interessante Sachen zu finden, haben wir hier irgendwo einen Weg in der Nähe war, habe ich gleichzeitig mit diese Marken gefunden. Und dann sind wir in die Richtung gegangen. Weißt du noch? Dann hast du dein Rasiererstück gefunden. Das ist hier in der Nähe gewesen? Ja, hier ist dieser Weg. Den haben wir überquert. Echt? Ja, und am Wegesrand haben wir diese Erkenntnis. Wir waren weiter drinnen. Aber gut, genau weiß ich es nicht. Ich glaube schon. Schade, ich dachte, das wäre eine Silbermünze. So, wir haben jetzt hier ungefähr insgesamt 20 von diesen Dingern gefunden. Ich habe ungefähr 8, 9. Eine Mona hat auch schon 5, 6 Stück. Und die anderen haben auch schon einige davon. Und das hört nicht auf. Hier kommt eine nach der anderen. Hier wieder eine. Und hier in dem Loch sind auch noch welche drin. Was ist das? Eine alte Flasche. Ja, so alt ist die auch nicht, aber schon ein bisschen alt. Hier ist er. So macht Sondeln Spaß. Hintereinander. Signale hier. So, um den 58er Leitwert. So kommen die Dinger rein die ganze Zeit. Also zumindest bei meinem Detektor. Warten, auch eine Marke? Ja, ich ist schon mit rausgeschmissen, da liegt sie. Sag ich mal. FSC oder PSC 25. Die ist gut. Oder BSC. Ja. Oder FSC. Ja, die ist richtig gut. Noch einer. Alles voll mit die Dinger hier. Und alles immer die 25er bestimmt. Oder? Ich weiß es nicht. Na gut. Ich mach die Kamera wieder an, wenn wir noch ein paar andere Sachen gefunden haben. Nicht nur diese Erkennungsdinger. Essensmarken. Ich weiß es nicht. Ich hab irgendwas Dickes gefunden. Was Heroisches. Licht. Okay. Mehr Licht. Action. Tschüss. Oh. Oh. Eine Bürste? Was ist das? Ich weiß es noch nicht, aber das ist groß und sieht silber aus. Oh. Geh mal weg, Preuße. Nicht, dass du dir da jetzt in eine Hose machst. Ah, das ist nichts Besonderes. Oh. Oder was ist das? Das ist was. Oh ja, 5 Reichsmark. Nein. Doch. Ist schon ein schönes Messer. Ein schönes Messer. Sind das wirklich 5 Reichsmark? Ja. Aber nicht aus dem dritten Reich. Doch, da ist dieser Turm drauf. Hallo, der Hortfund gehört mir. Hier Analbluten, Alter. Das ist ja. Hallo, ich filme hier. Achso, bitte. Die Dinger schmettern so rein, ja, in den Detektor. Aber die ist schon ganz schön ramponiert. Ich nehme auf meinen Spot mit, da holt der so eine Mördermünze. Die aus dem Kaltmark? Ja. Die habe ich mit, die habe ich mit. Ich habe extra gesagt, die soll er mir mit. Wenn er wies ja eigentlich, das ist meine, das wies ja genau. Hallo, was war denn das für eine Geste? War hinter euch. Ihr habt die überlaufen. Ey, Sonic, du geh gut. Ja, darf ich die auch mal da rein? Gucke. Da sind noch mehr Signale drin. Soll ich überleuchten? Hätte sie gesagt, Moment. Wo ist das? Gucken wir mal.
Nein. Nein. Die knallt genauso hin. Ehrlich? Ja, ja, das ist eh ne. Guck mal, die nass sind, sind die schön trocken. Und was wird das wohl sein? Zwiehe. Die sind nicht, die haben nicht so wie geknallt, das sind Zwiehe. Das sind Zwiehe, die übereinander liegen, ja. Das sind leider nur eine der ganz seltenen zwei. Hast du da was, ja? Wie ist das denn? An. Musst du ein bisschen genießen auch. Macht der hier ich hab's schon in der Hand. Wie vibriert der hier? Alter, das ist was Großes. Oh. Leider auch nur 5. Bleib doch hier, die Zuschauer wollen auch dich hören. Oh, oh, was ist denn das für eine? Was oh, ist noch so eine mit einem Turm? Turm? Das ist die, die Garnisonskirche, die in Potsdam steht. Echt? Ja. Ah ja, das weiß ich doch. Weißt du, Turm oder? Ehrlich, echt? Nee, ich find's du kannst nicht, ausmachen. So, ich habe wieder 5 Reichsmark. Jetzt sind keine 10 Minuten vergangen. 1936 mit Paul Hindenburg drauf. Was hier abgeht in dem Wald ist abnormal. Hier liegt alles voller Signale. Morgen kommen wir hier wieder her, das weiß ich jetzt schon. Oder wir gehen gar nicht erst. Wir bleiben hier. Leucht mal auf. Schwache Lampe gerade. Der sieht ein bisschen anders aus, meinst du? Könnte Silber sein. Oh, mach mal hinten sauber. Da ist ja noch die Anstecknadel dran.